Dieses Mal wollen wir beim neuen LG OLED C4 Favoriten hinzufügen. Wie das funktioniert, das erfahrt ihr heute. Das ist der brandneue LG OLED C4 und bei diesem wollen wir eben Favoriten hinzufügen, sprich unsere Lieblingssender, die wir schauen. Dazu einfach nur die Einstellungstaste oder das Zahnrad-Symbol, dann auf Bildmodus, erweiterte Einstellungen und dann hier runterscrollen bis zu Allgemein, nach rechts und hier auf Sender und auf Sendermanager. Jetzt haben wir hier Favoriten bearbeiten, hier gehen wir rein. Jetzt haben wir unsere Liste, möchte ich einen Favoriten hinzufügen, einfach nur diesen auswählen und natürlich hier nach rechts hinzufügen. Fertig. Könnt ihr aber natürlich auch mit der roten Taste. Aber ich mache es hier, das ist einfacher. So, nächsten Sender, ihr könnt natürlich mehrere auf einmal, wieder nach rechts drücken, okay, und das war's auch. Gleichzeitig habt ihr die Möglichkeit, hier die Liste natürlich untereinander auch nochmal zu bearbeiten. Angenommen möchte ich diesen Sender ganz nach oben auswählen, rote Taste auf der Fernbedienung, zum gewünschten Blatt, okay, und erledigt. Dann habt ihr auch noch die Möglichkeit, hier den Namen hier zu ändern mit grüne Taste, also grüne Taste. Und hier könnt ihr den Namen der Favoritenliste umbenennen, je nachdem zum Beispiel, damit jeder weiß, welche Liste ist denn jetzt geladen. So, ich werde diese Test umbenennen und auf Enter und meine Liste heißt jetzt Test. Natürlich gibt es hier die Möglichkeit, insgesamt 5 Favoritenlisten zu erstellen. Sprich, jeder kann sich seine Liste erstellen und kann so seine Lieblingssender ansehen. Möchtet jetzt ihr zwischen den Favoritenlisten umschalten, müsst ihr eigentlich nur diese Taste mit den 3 Punkten drücken. Dann gibt es hier eben Kanalliste und unter Sendergruppe, wenn ihr das Menü aufklappt, seht ihr dann Favoriten. Hier könnt ihr dann auswählen und zwischen Radio, Digital TV, alle oder eure Favoriten, die ihr vorher erstellt habt. Habt ihr Fragen zu dieser Anleitung, dann verwendet doch die Kommentarfunktion, abonniert unseren Kanal, dann seid doch immer auf dem neuesten Stand. Wir sagen danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.